Ihr Lieben, es geht weiter mit Rayman 1 und ich starte mit dem nächsten Level in einer neuen Welt, nämlich der Welt Stadt der Bilder, und das Level hat den Namen Bleistift und Radiergummi. So, und da sind wir auch direkt und ich konnte mich daran erinnern, dass hier oben ein Powerpunkt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob dadurch eventuell... Wow. Scheiße, schon gefällt. Ob dadurch eventuell ein Käfig spawnt. Okay, so geht's anscheinend nicht. Ah, okay. Das passiert auf jeden Fall. Ich habe sogar eine goldene Faust. Irgendwo sind hier mit Sicherheit Käfige. Und irgendwo sind auch ganz sicher One-Ups. Hier, aber es hat nichts gebracht. Komisch. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass wenn man da dran geht, dass man dann irgendwie wenigstens, keine Ahnung, ein One-Up bekommt. Oh, shit. Ah, sehr schön. Na, irgendwas ist gerade gespawnt. So, die goldene Faust brauche ich nicht. Ein One-Up ist hier jetzt gespawnt. Auch nicht schlecht. Übrigens, besonderen Fokus will ich, möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal auf den Soundtrack, legen. Euch, einfach mal darauf aufmerksam machen, weil der Soundtrack auch einfach absolut genial ist. Wie einfach alle Soundtracks in Rayman, möchte ich fast behaupten. Hier könnte... Ah, jetzt ist hier ein Käfig gespawnt. Sieh mal einer an. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob die ganz untergehen. Nee, die gehen nicht ganz unter. Oh Gott. Ich habe vergessen. Ich habe ja die Rennfähigkeit jetzt. Die muss ich hier auch verwenden. Oh, wie blöde. Das hat mich ein Continue gekostet. Das hat mich ein Continue gekostet. So, jetzt ist das One-Up da oben natürlich auch nicht mehr. Das ist richtig blöde. Nein, nein. Scheiße. Oh, fuck, ey. Ja, ihr seht's. Die Level werden immer noch schwieriger. Auch wenn man es nach den blauen Bergen eigentlich für nicht möglich gehalten hat. Ich jedenfalls am Anfang nicht. Aber sie werden es. Sie werden schwieriger. Okay. Hatte ich gerade irgendwie einen kleinen Farbwechsel. Keine Ahnung, ob ihr das gesehen habt. Das so vom Spiel beabsichtigt war. Okay, ist raus. Oder auch nicht. Aber wir haben keinen Schaden bekommen. So, hier kann ich mich noch an eine Stelle erinnern. Ich muss gerade mal überlegen, war das hier? Müssen wir an die Kristallkugel? Ja. Das Ding ist halt auch einfach extrem wichtig, ne? Oh Gott. Hier kann man, hier sieht man sofort, dass man darauf nicht stehen bleiben kann, weil man sonst in der Tinte untergeht.
Oh Gott. Sehr schön. So, hier wäre jetzt ein One-Up gewesen. Was wir leider nicht bekommen haben. Weil wir es bis dahin nicht fehlerfrei überlebt haben. Ich kann euch sagen, das wird noch richtig knapp. Mit den, oh nein, 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 nein. Das wird noch richtig knapp mit den scheiß Continues. Oh shit. So krass gefällt habe ich ja lange Zeit nicht mehr. Oh Gott, das ist aber auch echt hart. Das ist echt nicht zu fassen. Das Ding ist halt, du springst instant zurück. Das ist mein nächstes Continue. Fuck, ich habe so ein Problem. Oh my gosh. Oh no. Na, das wird ja was. Boah, es ist so mies. So, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich mach's jetzt einfach. Wartet. Oh. Da wäre ich fast dran gekommen. Ich versuch's nochmal. Ah, sieh mal einer an. Ein Käfig. Auch nicht schlecht. Kriege ich nicht hin. Brauche ich die schnelle Faust für. Ah, verdammte Axt, ey. Hieran konnte ich mich auch noch erinnern. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Ah, hier ein One-Up. Ist meine an. Das ist schon mal schön. Hier braucht man irgendwo... Hier kommt man irgendwo wieder hoch. Mir hat man doch gerade eindeutig gezeigt, da war noch ein Pfeil nach unten. Oh Mann, ey. So viel dazu. Verlass dich auf jemanden. Und du bist verlassen, oder wie heißt es doch so schön? Wartet mal. Da kann ich hoch, glaube ich. Ja. Nicht, dass es mir gerade was bringen würde. Ah, sieh mal einer an. So kommen wir ans One-Up. Naja. Immerhin etwas. Kommt jetzt dafür nochmal irgendwo ein Käfig oder so? Ey, mir schwan schon böses, wenn ich mir überlege, dass ich hier später nochmal rein muss, ne? Ich muss hier später... Hier, guck mal, da war wieder der Pfeil nach unten. Komme ich da überhaupt nochmal hin? Nein. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Das hat mich jetzt schon wieder ein Leben gekostet. Aber da ist irgendwas gespawnt. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Jetzt kommt wieder die dämliche Stelle. Schön.
weiß nicht mal, ob das richtig war. Irgendwas ist jetzt gerade auch wieder gespawnt. Keine Ahnung was. Ja, das wäre natürlich echt Knorke, wenn ich da rankommen würde. Oh, sehr schön. Jetzt nur noch lebendig zurück. Puh, dieses Level. Kostet mich gerade schon wieder all meine Nerven. Jetzt leider auch keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Ach hier, schon mal eine an. Okay, das riecht nach einem Käfig. Warum soll ich da überhaupt reingehen, hä? Fuck, warum bin ich da reingegangen? Komm schon. Oh, das ist mein persönlicher Albtraum gerade hier. Ich weiß, da oben ist ein verdammter Käfig. Und ich muss da auch eigentlich dran. Ich habe auch eine Idee, wie das geht. Sehr schön. Oh Gott. Ey, die machen mich echt krank. Komm, mach mich wieder klein. Also das hier ist gerade wirklich ein absoluter Albtraum, wie ich finde. Ach, schau mal an, das ist jetzt ein One-Up. Und da ich mich um jedes One-Up mittlerweile prügeln muss. Aber da komme ich ja nicht dran. Keinen Bock drauf. Das ist einfach eine ganz simple Risikoabwägung gerade. Schau mal, was da unten ist. Ein One-Up hier vielleicht? Ach nee. Dafür muss ich übrigens auch tatsächlich groß sein. Ich muss noch mal gucken, ob ich die resetten kann. Das war ein ganz großer Fehler, dass ich hier unten hingegangen bin. Ah nee, aber das, so könnte es auch funktionieren, eventuell, by the way.
nochmal. Ah, ne, brauche ich sowieso nicht. Ich gehe jetzt weiter. Keine Experimente mehr. Irgendwo ist da bestimmt noch ein Käfig. Ich weiß es ganz genau. Was willst du halt machen? Das wird eine der schlimmsten Käfiggegner. Das kann ich jetzt schon direkt sagen. Tja, welcher Weg ist der richtige? Der unten oder der oben? Der oben. Na, wartet mal. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte mir das Ding nicht holen müssen. Ich wette, auf der anderen Seite wäre einer gewesen. Ah, sieh mal einen an. So was habe ich mir nämlich gedacht. Und da ist jetzt bestimmt ein Käfig. Nee, ist es aber nicht. Ah, hier! Oh, sehr schön. Meine Güte. Wow, es kommt ein Boss hier? Es kommt hier tatsächlich ein Boss? Oh nein. Fuck. Ich dachte, der kommt erst später. Oh no. Und ich habe nur 3 Leben. Okay. Den habe ich schon mal. Scheiße. Ich hab noch ein Leben. Ich breche ins Essen, ey. Ach, die hätte ich jetzt wieder treffen können, ne? Shit. Und jetzt habe ich nicht mehr meine goldene Faust. Ein richtiger Albtraum.
Oh Gott. Und ich habe genauso viel Leben wie vorher. Oh nein. Mein persönlicher Albtraum. Ich glaube, man kann sie so gar nicht treffen. Jetzt kommen die vier. Doch, geht. Man kann da super runter. Wie asozial. Wie unfassbar asozial. Oh, wie gemein. Oh, ich krieg echt die Krise. Komm schon. Na komm. Wirf deine Kanone, dreckiger Pirat. Mann, ich habe ein Leben mehr als sonst. Ich weiß halt nicht, ob man sie jetzt treffen könnte, ja? In der Situation. Oh, ich bin so blöde. Ich bin so blöd. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Komm her. So eine mistige Kröte hier. Das ging auch schon wieder fast in die Hose. Ich mag diesen Boss nicht. Oh, ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Das gibt's doch einfach nicht. Scheiße.
Wenn diese beiden Penner davor nicht wären, ne? Der erste ist einfach, weil der nur Nahkampftechniken drauf hat. Wow. Wow, das muss man auch erstmal hinbekommen. Okay, das war gut. Ich hätte jetzt noch theoretisch 3 Leben gehabt. Das Einzige, was beruhigend ist, ist, dass wir diesen Endboss hier nicht nochmal machen müssen. Wenn wir später nochmal rein müssen, um Käfige zu sammeln, müssen wir den nicht nochmal machen. Mist. Kuh. Was kommt jetzt? So weit war ich noch nie. Muss ich auch nur noch einmal treffen. Du musst nur einmal diese schwierige Stelle überstehen, dann ist es Free Loot. Ja, das war's. Meine Güte. Noch mit 4 Continues. Oh. Ein Albtraum, ein absoluter Albtraum. Ganz, 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 ganz schrecklich. Ah, nein. Ich hole mir eben eine goldene Faust und wieder das Power-Up. Nicht, dass ich glaube, dass es mir irgendwas bringen würde. Weil ich beim nächsten Level wahrscheinlich sowieso wieder direkt verrecke. Man hätte es nicht geglaubt, aber das Ganze ist tatsächlich nochmal eine Nummer schwieriger als die blauen Berge. Vor allem, wenn man es mit diesen Leveln hier vergleicht. Wo das einzige Problem war, dass man es nicht, dass man nicht ins Wasser fällt, ja. Dieser Moskito-Boss am Anfang war wirklich ein Witz. Unfassbar. Gut, liebe Leute, das war's an dieser Stelle. Ein anstrengender Part. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann werde ich mir höchstwahrscheinlich eins der alten Level vornehmen und dort wieder Käfige sammeln, weil, ja, muss ja getan werden. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao.